Yeah! Beim letzten Mal in Zelda The Minish Cap haben wir hier diesen silbernen Drachen besiegt und die Essenz von ihm gestohlen. Ausgeliehen natürlich, meine ich. Und damit sollten wir mit dem Gongolberg nun fertig sein. Meine Güte, war das heiß. Ich dachte schon, mein Allerwertester fängt Feuer. Gehen wir nun zurück zum Elter. Ja, da bin ich derselben Meinung tatsächlich, dass wir hier endlich mal fertig sind. Genau. Dafür wollen wir uns hier nämlich erstmal verwandeln. Und dann gehen wir hier in dieses ganz kleine Gebäude rein. Und Melter, ich habe gemacht, was du verlangt hast. Oh, du warst schneller als ich dachte. Hier ist auch alles perfekt gelaufen. Schau es dir an, das ist das neue weiße Schwert. Das neue weiße Schwert? Wow, cool, ein schönes Schwert mit weißem Glanz. Ich mag, dass der Griff so grün ist, es passt sehr gut zum Outfit. Das Schwert des Alberich brauchst du nicht mehr. Was mache ich damit? Ah, einfach hier irgendwo wegschmeißen. Hier, warte, hier, ich schenk's einfach dem Minister hinten, ja. Mit der Kraft der Elemente wird aus diesem Schwert das heilige Schwert. Der Älteste im Wald sagte, die Kraft der Elemente sei nur an einem Ort auf das Schwert übertragbar, an der heiligen Stätte. Sie befindet sich zwischen der Welt der Minish und der der Menschen. Der Eingang soll in Schloss Hyrule sein und sich nur alle 100 Jahre öffnen. Mit dem heiligen Schwert, das die Kraft der vier Elemente in sich trägt, kann man den Fluch gewiss brechen. Zum Schloss gelangst du am schnellsten, wenn du durch die Tür, die zur Mine führst, gehst. Durch die Tür, die zur Mine führt? Du schaffst das! Okay. Schau dir das mal an. Wir haben ein komplett neues Schwert und schaut, was hat neue Effekte. Zum einen leuchtet es grün. Und es sieht generell einfach krasser aus. Warte mal. Hat es eine neue Beschreibung? Ja, weißes Schwert steht jetzt hier. Aber mehr steht da auch nicht. Cool, es gibt hier verschiedene Schwerter. Aha. Das finde ich cool. Zu welcher Tür sollen wir gehen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Meinte er jetzt irgendwo eine Tür hier am Anfang? Oder sollte ich woanders lang gehen? Ich weiß gar nicht, ob ich richtig lang gehe oder falsch, aber... Ich sagte doch nicht... Nee. Nee, ich glaube, hier ist falsch. Ich sagte, durch eine Tür gehen. Hm? Hä? Die sind jetzt verschwunden! Nein! Ich weiß doch nicht, wo ich lang muss! Ich wollte nochmal mit ihm reden! So was zu sagen? Nee. Du hast nichts zu sagen. Puh, das ist jetzt natürlich schwierig. Na gut, ich schätze, ich sollte jetzt hier verschwinden. Blopp. Da kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Das ist ein One-Way leider. Aber na gut, was soll's. Okay. Um die Kraft der Elemente auf das Schwert zu übertragen, musst du zur heiligen Stätte gehen. Der Eingang liegt im Schloss Hyrule. Der Weg zum Schloss kennst du ja. Also los, auf zum Schloss Hyrule. Okay, das habe ich nämlich gebraucht. Diese Information. Das war nämlich jetzt... viel nützlicher als das, was der Typ gesagt hat. Also zumindest fand ich das jetzt nützlicher. Komm, bis jetzt nach ganz unten klettern. Geht eigentlich relativ schnell, weil wir können ja hier einfach mit unserem Armband klettern. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Und Hilfe, da kommt immer noch überall Steine runtergebrasselt. Das wollen wir natürlich nicht auf unserem Kopf landen lassen. So, eventuell können wir neue Orte erreichen mit unserem neuen Dungeon-Item, diesem magischen Stab. Denn mit dem können wir Sachen umdrehen. Ja, aber das kann man nicht zufällig freispringen, oder? Ich meine, das ging nicht, aber ich versuche es trotzdem mal. Ja, mit der Wirbelstab ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob der uns jetzt wirklich noch... Oh, Muschel. Ob der uns jetzt noch wirklich helfen wird. Was bist du denn für einer? Schwinde! Muss ich hier hoch zu Schloss Hyrule? Ich weiß literally den Weg nicht mehr. Das ist schon zu lang her. Ah, doch. Doch, das müsste eigentlich funktionieren, wenn ich jetzt nach rechts gehe. Nördliche Ebene von Hyrule. Ah, nee, hier komme ich nicht lang, weil ich... Ah, nee, 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 das geht nicht. Okay, dann muss ich den längeren Weg gehen. Basically hier lang, das war's. Die Map ist wirklich nicht groß im Spiel. Ob das ein Vorteil oder Nachteil ist, keine Ahnung, könnt ihr entscheiden. Aber ja. Sollen wir hier lang? Du musst zur heiligen Stätte. Eingang in Schloss Hyrule. Weg zum ganz Jahr. Okay, soll ich nach ganz oben? Nördliche Ebene von Hyrule. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich ja nach ganz oben zum Schloss selber hin.
Das wäre da hinten hier. In den Hof von Schloss Hyrule. Du, 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 du. Ich mag die Musik. Auch eine Anspielung. Und dann noch Zelda. Ob wir in diesem Aufzug unangenehm auffallen? Hä? Wieso denn? Wie meinst du das? Hm? Das werden wir jetzt sehen, aber wo kommen wir denn durch? Ja, keine Ahnung. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt von der Aussage. Was meinst du damit, Kumpel? Das wirst du schon sehen. Okay. Bin ich denn hier richtig oder muss ich woanders lang? Ah, Mike, schön dich zu sehen. Uns ist das Heilige Schwert fertig. Wie? Die Heilige Stätte? Aha. Ich weiß von keinem solchen Ort. Herz. Okay. Ja, die Heilige Stätte. Meine Großmutter erzählt ihr früher von einem Tor im Schlosshof. Wenn es einmal erlaubt und ja auch offen ist, ist das vielleicht jetzt der Fall. Wenn nur Kinder dieses Tor sehen können, ist es mir wohl entgangen. Im Schlosshof. Aha. Was sagst du, Zelda? Mhm. Ja. Finde ich auch. Okay, dann auch zum Schlosshof. Ah ne, das ist der Innenhof. Da muss ich oben woanders lang? Oh. Kann ich hier vielleicht lang? Bin ich hier richtig? Weil hier ist ein Ausgang. Das wirkt mir auf jeden Fall. Ja, wie der richtige Weg. Ah, Mike, ist das nicht das Tor zur Heiligen Stätte? Offenbar können nur du und ich diesen Ort sehen. Los, hinein da! Okay, ich finde es ein bisschen verwirrend, dass wenn ich einfach nur D-Pad irgendwo hindrücke, dass dann die Textbox schon weggeht. Das mag ich nicht. Ich finde es besser, wenn es nur mit A gehen würde. Und ja, hier ist es, die Heilige Stätte. Sehr beruhigend, aber ich glaube, das wird nicht so bleiben. Was zum... Das sieht aus wie ein Sockel für ein Schwert? Dies muss die Heilige Stätte sein. Hier kann man die Kraft der Elemente auf das Schwert übertragen. Dort in der Mitte ist ein Podest für das Schwert. Ja, das ist ja das, was ich gemeint habe. Okay, keine Ahnung, wie ich die Schatte benutze, aber... Die sehen cool aus. Sieht aus wie so Kirby-Gegner. Die sehen cool aus. Okay. Na gut. Ihr seht, wir brauchen alle vier Elemente. Wir haben nur zwei. Aber passiert trotzdem was, wenn ich jetzt hier mein Schwert ablege? Ja, die ersten beiden, die wir haben, können wir schon mal benutzen. Und die stärken auch schon das Schwert. Wow, auf einmal, krass. Erstmal wurde es lila und dann wurde es rot. Damn. Hätte ich auch schon mit einem Element hingekonnt? Naja, ist aber auch egal. Das Schwert hat nun die Kraft des Erd- und des Flammenelements. Cool, aber was zum... Eine große Steintafel kommt hervor. Okay. So, so. Lade das Schwert dort auf, wo der Boden leuchtet. Steht da. Es geht wohl um diese leuchtenden Tafeln, glaube ich. Wenn du das Schwert lange genug auflädst, schicht vielleicht irgendwas. Mal, probier mal. Okay. Was war das denn? Ich kann mein Schwert jetzt aufladen und habe so eine Energieleiste. Aha. Hey Mike, du bist zu weit gelaufen. Muss ich auf die leuchtenden Tafeln stellen und lass das Schwert auf. Also auf beide. Okay, ich habe den linken schon gemacht. Jetzt den rechten. Oder habe ich es falsch verstanden? Hm? Ah, oh, what? Ich kann Doppelteam damit einsetzen. Habt ihr es gesehen? Wenn ich es super lange auflade, dann ist Link irgendwie... Ja, habt ihr es gesehen? Keine Ahnung, wie ich das klären soll. Oh, dein Körper hat sich verdoppelt. Das ist die Kraft des weißen Schwertes. Das bedeutet, auf diesen Tafeln kannst du dich vervielfachen. Aha. Das ist ja interessant. Warte, das würde ja bedeuten, dass ich hier zu viert werden kann? Vier Schwerter auf einmal? Four Swords? Aha, und jetzt hier? Nee.
Ah, warte, ich verstehe es, ich verstehe es. Ich glaube, ich verstehe es. Ja. Einmal da hinstellen und dann auf das andere Feld. Boah, das ist cool. Und ich kann wieder zurückrufen. Alles klar, das ist echt krass. Sowas hat man auch noch nicht gesehen in irgendeinem Zelda-Spiel, oder? Also, das glaube ich so definitiv nicht. Cool. Neue Fähigkeiten. Man lernt irgendwie, im Dungeon kriegt man was Neues und nach dem Dungeon kriegt man auch immer was Neues. Und man kriegt immer zwei Items nach dem Dungeon gefühlt. Und das sehe ich jetzt auch als Dungeon, warum nicht? So, und wenn wir jetzt hier raufschauen, sieht man nichts Neues, okay. Aber das Schwert sieht anders aus. Weißes Schwert der 2. Das Zweierschwert, wenn wir uns verdoppeln können. Haha. Hätte es wahrscheinlich nichts gebracht, wenn wir nur ein Element gehabt hätten hier. Keine Ahnung. Könnte mir zumindest vorstellen, dass es nichts gebracht hätte. Und was jetzt? Jetzt fehlen nur noch zwei Elemente. Der mindestälteste Wald hat auf der Karte eingezeichnet, wo sie sind. Sollen wir noch einmal nachschauen? Wenn ich mich recht erinnere, müsste eines hinter der geheimen Welt von Tabanda im Westen sein. Westen, nie ohne selber waschen, nach links. Damit meint er... Ja, ja, komm, ich hab's gerade gelesen. Damit meint er... Das hier, ne? Kommen wir da überhaupt jetzt lang? Oh, doch, warte, doch! Ja, mit dem Wirbelstab kommen wir da jetzt lang! Doch, ich erinnere mich, weil mit dem Wirbelstab können wir jetzt Löcher zu so einem Superjump umwandeln. Hä? Ach sowas. Welch unverhofftes Treffen, wenn das nicht mein ach so ehrenwerter ehemaliger Meister ist. Was zum... Vati! Kann es sein? Du, Vati? Immer noch in dieser jämmerlichen Gestalt. Mein Fluch ist stark, was? Jedenfalls ist er immer noch wirksam. Keine Kraft wird dich von ihm befreien. Du scheinst dich nicht geändert zu haben. Doch die Mütze schuf ich nicht für deine niederträchtigen Machenschaften. Eine Mütze, die die Wünsche desjenigen erfüllt, der sie trägt. Wunderbar. Dank dir bin ich jetzt einzigartig auf der Welt. Der größte Hexenmeister überhaupt. Jetzt fehlt mir nur noch das Force. Das habe ich alles dir zu verdanken. Hier ist mein Geschenk an dich. Warte, so warte doch, warte! Was zum... Wow, was sind denn für riesige Viecher? Oh Gott. Verschwendet. Aua. Hier, nimm das. Nimm das. Okay, das juckt dir nicht. Wenn nichts anderes hilft, Bomben! Ich spreng euch weg! Bam, bam, bam! Oh, yeah! Okay. Wirbelattacke macht richtig viel Damage. Oh, yeah! Kleiner Hinterhalt. Stört mich nicht. Was für ein Vati, nur diesmal wieder im Schilde. Mike, es ist wohl an der Zeit, alles zu erzählen. Vati und ich. Wir sind beide vom Volk der Minish. Ja, Vati ist auch ein Minish. Ich bin in Tyloria als Weiser bekannt und Vati war mein Schüler. Der Bursche war schon immer von der bösen Seite der Menschen fasziniert. Eines Tages nahm er die Mütze, die Wünsche erfüllen kann, an sich und setzte sie einfach auf. Oha, warum kann er das überhaupt? Wie der aussieht da, wie süß. Dass so ein Typ mit voll lila und roten Augen nicht irgendwie... Herrlich wirkte auf die. Vati, was machst du da? Jetzt sehen wir auch, wie Eslo vorher aussah. Oder zumindest von hinten. Ah, welch schwarze Seele du doch hast. Ich bin nun ein Hexenmeister. Meine Macht ist beispiellos. Was hast du nun vor? Alle 100 Jahre öffnet sich das Tor. Dieses Jahr ist es soweit. Ich werde das Force erlangen und vollkommen werden. Niemand kann mich aufhalten. Hahaha. Nein! Also, was passiert? Na, was sagst du dazu, der Fluch des Hexenmeisters? Dagegen kann auch der Ehrenwerte Eselo nichts ausrichten. Ja, auf Englisch ist der Eslo und das kann ich mir einfacher merken, aber Eselo ist sein deutscher Name, ja.
Ich möchte mich nun verabschieden. Ciao. Du kennst doch die Legende der Minish, nicht wahr? Die Minish übergaben einst den Menschen das Licht und das Schwert. Das Schwert der Minish und das Force. Force ist grenzenlose Zauberkraft. Vati darf sie nicht erlangen. Ich kam in die Welt der Menschen, um Vati aufzuhalten. So trafen wir uns im Wald. Ich werde wohl mit dem Fluch leben müssen. Doch Prinzessin Zelda kann gerettet werden mit dem heiligen Schwert. Es ist meine Schuld, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Deshalb werde ich dir helfen und alles tun, was in meiner Macht steht. Danke, Mann. Gut, Mike. Genug gesprochen. Lass uns das nächste Element suchen. Da hast du völlig recht. So. Genau. Wir wollen, wie gesagt, noch da drüben. Mal gucken, ob ich da so schnell hinkomme. Ihr kriegt das eine Timelapse dafür. Genau, an dieser Stelle kamen wir nicht weiter. Alter, verdammter blöder Vogel. Und ich glaube, mit unserem neuen Wirbelstab sollten wir hier einen Superjump drüber machen können, oder? Nein? Wegen dem blöden Stein da? Kann ich immer noch nicht durch? Das ist doch lächerlich. Tja, was soll ich machen? Man kann aber auch von oben kommen, steht da. Also von dort aus. Ich meine, ich kann es ausprobieren. Nee, hier ist das exakt gleiche Problem. Ich komme ja immer noch nicht durch. Außer, ich kann die beiden irgendwie kombinieren. Das ist, was ich meine. Aber ihr seht, das funktioniert nicht. Bomben helfen mir auch nicht. Ja, dann bin ich ein bisschen fraglos, wo ich denn jetzt lang soll. Also da komme ich nicht lang. Das geht im Moment nicht. Was ist hier mit diesem Iglu-Ding? Vielleicht versuche ich das mal. Okay. Hier drüben sind auf jeden Fall... Ups, hier sind die Bomben. Ein paar Stellen für eine Bombe. Scheinbar war ich hier noch gar nicht gewesen. So. Hier haben wir wieder den Zauberstab, den werden wir wahrscheinlich noch gebrauchen. Ah doch, hier waren wir. Nur die Abkürzung habe ich scheinbar nicht erschaffen. I don't know. Hallöchen, junge Dame. Nee, ich glaube, hier waren wir wirklich noch nicht. Wo ist Vater nur hingegangen? Ich war unterwegs. Und jetzt ist die Tür verschlossen und ich komme nicht ins Haus. Oh, ja, da will ich doch mal versuchen zu helfen, oder? Hier können wir wieder kleiner werden. Die Kuh, wie die aussieht, so blau. Hm? Ja, hier beim Baumstumpf können wir wieder kleiner werden. Boing, boing, boing. Immer wieder süß. Okay. Aber wie hilft uns das? Da kommen wir nicht rein, mit ihr können wir nicht reden. Aber schaut mal. Ah, nee. Das sah nur so aus. Aber vom Spider sieht es hier so aus, als könnte man da durch. Nee. Wir können gar nichts machen. Warum kann ich kleiner werden? Hä? Das bringt überhaupt nichts. Nee, ohne Witz, das bringt überhaupt nichts. Sehr seltsam. Na, vielleicht wird es später noch was bringen. Nur halt jetzt vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, nicht erklären. Wir können aber mal schauen, ob wir denn jetzt... Ja, hier irgendwie nach rechts kommen. In ein neues Gebiet. Vielleicht ein Eisgebiet oder so? Ich meine, das nächste Ding ist ja blau. Ja, da komme ich auch nicht durch. Ah, doch. Warte, ich glaube, hier waren wir ein bisschen. Okay, hier kann man fliegen. Muss ich nur irgendwie hochkommen für? Ah, ich weiß nicht, ob wir hier weiterkommen. Alles zugezäunt, man kommt hier überall nicht durch. Seht ihr, irgendwas muss man da machen können, um hier diese Steine wegzukriegen. Irgendwas muss man dafür doch tun können. Irgendwas muss doch möglich sein. Doch was? Hier kommen wir durch. Mit einem Superjump. Aha, neues Gebiet, finally. Die Sela-Wasserfälle. Was ist das denn für ein Viech da oben? Was hat er denn da? In seiner Hand? Was hat er da? Hallo? Oh, das sind Bomben! Ach du meine Güte. Der bewirft uns hier mit fetten, krassen Bomben, Mann. Ich glaube, es hackt. Okay, dann müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht treffen lassen. Hat er sich gerade selbst weggebombt? Auch gut, kann man auch machen. Ah, schaut mal, jetzt können wir hier lang. Ah, cool, es bringt rein gar nichts. Ah, nett.
Herzteil und damit einen neuen Herzcontainer. Cool. 7 Herzen? Das wird auf jeden Fall nützlich sein. Nee, hier geht's nicht weiter, solange wir nicht irgendwie lernen zu schwimmen. Kommen wir hier leider auch nicht weiter. Also irgendwas stimmt hier doch nicht. Muss ich vielleicht wieder zurück zum Wald? Oder vielleicht... Nee, ich kann ja gar nichts machen hier. Während ich noch am Überlegen bin, wie es hier weitergeht, beende ich dann mal die Folge und wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis dann!